MB-Racing-Truppe. Der erste Saisonsieg, er war in greifbarer Nähe nach dieser Pirouette. Keine Chance gegen den Ferrari und dann rennt plötzlich ein Verrückter. Das kennen wir aus Hockenheim vor ein paar Jahren. Da fahren die Piloten 260, 80 beschleunigend. Rennt ein Wahnsinniger die Hangar gerade entlang. Der erste Pilot hat kein Problem, aber der im Windschatten dahinter, der sieht ihn erst sehr, sehr spät. David Coulthard hat in dem Moment reagieren müssen. Sie haben es gesehen, da kommen noch ein paar. Das sind zwar schon die Nachzüge, aber noch ist das ganze Feld nicht vorbei. Das Safety Car. Dann kommt Pizzonia, dem hält er noch was vor die Nase. Der bleibt gleich mal stehen. Es darf nicht wahr sein, Streckenposten in vollem Einsatz und kann den Kerl Gott sei Dank mal unschädlich machen. So etwas ist, ich würde mal sagen, versuchter Mordanschlag. Denn es ist gar nicht so einfach, diese knapp 500 PS starken Boliden unter Kontrolle zu bringen. Er hat kaum Zeit gehabt zum Testen. Als Neuling in dieser Serie hält er sich als momentaner Gesamtzweiter wirklich brillant. Dieser Ausritt von Wittmann noch einmal spektakulär. Da fliegt der Kies. Die Betten hier übrigens sehr tief, weil der Sachsenring eine typische Motorradrennstrecke ist. Und da heißt es für die Piloten, kräftiger auf dem Gasstempel stehen bleiben, um da wieder rauszukommen. Denn wer sich hier einmal eingräbt, der kann das Rennen aufgeben. Auf der Strecke warnen vor Unfällen wie diesem hier. Abflug für Siegfried Rühl. Sein rotes Auto neben der Strecke. Das Aus, damit für die Nummer 22. Gelbphase. Das Feld reiht sich wieder hinter. Der Tabellenzweite beißt sich am vierfachen Cup-Gesamtsieger die Zähne aus. Eine elegante Pirouette von Thomas Pleiner, dem Teamkollegen von Alessandro Sampedri, der in dieser Saison nicht in die Puschen kommt und hier wieder unter ferner Liefen fährt. Wenig später diese Aktion von Gaststarter Sebastian Dumais im Werksauto. Der 28-Jährige kickt Marco Seefried, den Teamkollegen des führenden Wolf Hensler, von der Bahn. Die Folge ist ein schleifendes Hinterrad und wenig Begeisterung an seiner Bahn. Walter Lechner Junior rechts, Sebastian Pleckemolen links. Der Holländer fliegt hier wahrlich ins Heck des jungen Österreichers und zwingt ihn in einen Dreher. Damit hat Pleckemolen zwar kurzfristig Platz 8 erobert, aber Papa Lechner sieht die ausgleichende Gerechtigkeit, als der Holländer den Bremspunkt verpasst und von der Bahn rodelt. Staub in die Luft gewirbelt. Also, da muss ich schon ab und zu mal ein bisschen durchtasten. Rutscht hier auch kurz mal raus. Wir haben mit ihm gesprochen, warum er sich doch nochmal umentschieden hat. Einfach entschlossen, da es keine Weltcup-Punkte gibt, hier aufzuhören. Auch Juan Roma mit der 1, nicht ohne Schwierigkeiten. Auch er stürzte zweimal, muss hier sogar einmal anhalten. Er hat sich da ein bisschen vertan. Hat dann richtig Attacke gemacht, denn vor ihm lag Isidro STW, aber der war dann doch nicht mehr. Eigentlich den Sieg in Monaco. Im Jahre 1936, damals war noch keine Rede von Weltmeisterschaftsläufen und wenig später brach der Zweite Weltkrieg aus. In dessen Ferrari wurde über die Leitschienen gewirbelt und Wolfgang Graf Berge von Trips starb, ebenso wie 14 Zuschauer bei diesem tragischen großen Preis von Italien 1961. Er wäre der erste deutsche Formel-1-Weltmeister gewesen, so mussten wir noch eine Weile gelegen. Und zwischen Mosel, Hunsrück und Saarland spielt sich diese Deutschland-Rallye ab. Es geht über schnelle Prüfungen in den Weinbergen, mit einer ganzen Reihe von engen Spitzkehren. Dann geht es auf den Truppenübungsplatz Baumholder, wo ansonsten die Panzer ihre Bestzeiten fahren. Und dann geht es noch ins Saarland über diese sehr schnellen Prüfungen auf offenen Straßen. Hier sitzen wir wieder am Bord mit, oder am Auto, von Andrea Piccini und Horrorcrash von Mike Jesemanns in der Eau Rouge. An einer sehr ungewöhnlichen Stelle feuert er da seine Chrysler Viper in die Reifenstapel hinein. Das Ganze jenseits von 220 km/h, dieser Aufprall. Und Glück für Mike Jesemanns, der hier am Steuer drehte, nicht Philipp Aglio, wie unsere Einblendung es glauben mag, dass sich bei diesem schweren Unfall nicht verletzt, aber eins ist klar, da stehen jetzt größere Reparaturmaßnahmen. Auch der Chef der Kundensportabteilung von Ferrari, Claudio Berro, ist hier anwesend in Spa-Francorchamps und verfolgt es. Und da haben wir den nächsten größeren Crash, der wahrscheinlich jetzt das Safety Car wieder herausbringen muss. Denn das Auto steht da kreuzunglücklich mitten auf der Strecke, die Startnummer 115. Ein Auto.
Und die schlechten Witterungsbedingungen haben eine Folge. Das zweite Freisinger Auto mit Bert Longin als Startfahrer hat es da erwischt, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt Gabriel Gardel. Jani und Matthew Halliday und Neil Jani kommt vorbei mit einem Brechstangenmanöver. Extrem spät gebremst, rumpelt geradeaus durchs Kiesfeld oder durch die Grünzone. Des Kosuke Matsura profitieren. Am 29. und 30. August trifft sich die Formel Renault V6-Gemeinde erneut in Spa-Francorchamps. Ein Ersatzlauf für das aufgrund von technischen Schwierigkeiten im Motorumfeld abgeblasene Rennen in Enna Pergusa auf Sizilien Anfang der Saison. Den Blauschimmer weit nach außen verteidigt aber seine dritte Position. Dreht sich dann aber in der Busstoppschikane. Zu früh auf dem Gas, zu weit nach außen getragen. Um Haaresbreite hätte er Anthony Beltoise sogar noch torpediert. Sagenhafte Einlage von Stefano Daste. Sein zweiter Fahrfehler binnen weniger 100 Meter für den lokalen Matador, der später auch im 24-Stunden-Rennen für die internationale GT-Meisterschaft mit dabei sein wird. Host Vastaal aus Holland. Ein heftiger Einschlag in der Radio-Kurve zertrümmert seinen Clio RS nachhaltig. Und in der Busstoppschikane vergreift sich Thomas Marschall an Renault Küppens, der Gaststarter gegen den belgischen dauerhaft Eingeschriebenen. Er ist nicht der Einzige. Jaromir Hierig, der Teamkollege von Johnny Hauser und Thomas Mühlens im RS-Line-Rennstall, verbremst sich, knallt in die Reifenstapel hinein. Und muss das Rennen vorzeitig aufgeben. Roberto Colciago, Duncan Heusmann, Dirk Müller und Fabrizio Giovanardi. Und Heusmann gerät dann ins Trudeln, hat mit Getriebeschwierigkeiten zu kämpfen. Hin und wieder geht mal statt des dritten der erste Gang rein und genau das war so eine Situation. Duncan Heusmann trotz der Einlage immer noch bester Privatier. Fabrizio Giovanardi sich massiv verbremst vor der Busstoppschikane, geradeaus rumpelt unter Druck von Gabriele Tacquini-Coronel. Ein Crash zwischen Schiaponi und Willy Welles auf der Startgeraden. Die Folge des Trümmerfeldes, natürlich eine Safety-Car-Phase. Danach übernimmt Rory Bertram und zwischen Tim Coronel und Maurizio Campani entspinnt sich ein Zweikampf um den Sieg beim allerersten Eurolauf der neuen Alpha 147 Challenge. Nachdem Coronel seinen Wagen in der Busstoppschikane onduliert hat. Aber der Norweger sollte nicht der Einzige sein, der an dieser Stelle gerade ausrudert. Das passiert auch Carlos Sainz. Und wir haben diese kleinen Fahrfehler einer genauen Analyse unterschreiben. Die neue Niveauregelung und ein Motorupdate am Citroën wenig. Mit einem ereignisreichen Start in diesen zweiten Rallye-Tag. Und er beweist, dass auch einmal der erfahrenste WM-Pilot einen Fehler machen kann. Klung des Fabia voranzutreiben. Aber daraus wird nichts. Seine Antriebswelle bricht und Rauch von den Reifen aufsteigend kommt ins Cockpit. Und Jani Passon mit einem... Nur 4,5 Sekunden trennt Burns und Löb vor dieser 11. Prüfung. Aber schauen Sie jetzt auf die Zeit, muss der Finne endgültig aufgeben. Ein Rückschlag für Skoda bei der Entwicklung des Fabia. Das Aus WM-Laufsieg nach der Rallye Deutschland im Vorjahr und der Monte in diesem Jahr. Grönholm aufgewachsen auf Schotter, aber hier auf Asphalt, der muss er seinen Fahrstil umstellen.
und das gelingt ihm nicht immer. Unterläuft ihm ein Panzer. Wupp! Und das war ein Randstein. Und genau da hat er sich... Aber diese 17. Prüfung, und da stolpert Burns an exakt der gleichen Stelle wie zuvor Markus Grönholm. Colin McRae, der den Tag toll begonnen hatte, aber jetzt wird es immer, immer rutschiger. Und da dreht sich der Schotte. Seine Reifenwahl, das war nicht das Gelbe vom Ei. Das ist Markus Grönholm. McRae und sein Fehltritt. Denn das gehen sie nacheinander an, dann aus, los geht's. Achten Sie auf Räikkönen aus Ihrer Sicht, der Dritte von rechts hinten. Da zieht er ganz raus, zieht neben Barrichello, Ralf Schumacher kommt rüber, Crash. Räikkönen fliegt ab wie Häkkinen, 1,94, Barrichello draußen. Es gibt einen Folgeschaden, verschiedene Einstellungen. Räikkönen, Granatenstart, dann kommt Ralf Schumacher herüber. Da ist kein Platz für drei Autos, die mit gut 200 in die Nordkurve einlenken. Man berührt sich und fliegt ab. Alles andere ist an dieser Stelle nur eine Folgekollision. Entscheidend natürlich, wie sie heißen. Die FIA hingegen sagt eher, Ralf Schumacher zieht hier herüber. Und da für drei Autos keinen Platz ist, wird er als der Schuldige ausgemacht und bekommt dann nach dem Rennen eine Strafe, die da lautet 10 Plätze zurückversetzt in Ungarn. Dagegen hat natürlich zu tun unter normalen Umständen. Ob das hier ein Herüberziehen ist, ob es gewollt ist, machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Wir legen uns fest, Rennunfall. Für mich Ralf Schumacher klar unschuldig. Natürlich Pech, dass es da Räikkönen und Barrichello erwischt. Hier aus der Sicht nochmal von Michael Schumacher. Aber das ist Diskussionsstoff nicht nur an den Stammtischen, sondern natürlich auch in der Fachpresse. Räikkönen muss alles riskieren. Verdammt nochmal, es geht um die WM. Wer nichts riskiert, gewinnt auch nichts. Aber das ist natürlich nach 4 Sekunden hier heraus. Pause. Aber ich bin mir sicher, in Ungarn ist das wieder ein Riesenthema. Die Verhandlung wird ja auch noch kommen in dieser Tage. Aber bis sich die Gemüter hier beruhigt haben über diesen Startcrash, das wird sicher... Da hält Pierre Kaffer Anschluss. Dann dieser Verbremser vom 21-jährigen Amerikaner Long. Er torpediert Mike Heupel, der steht mitten auf der Strecke. Ellenlohr kann nicht mehr ausweichen und knallt in den blauen Porsche von Heupel. Duplizität der Ereignisse, denn Schumacher sind nicht nah genug dran am Holländer. Da bricht ihm ohne Not das Heck aus und der Routinier lässt der Physik freien Lauf. Der Austro-Express am Ende. Stefano Telli hat Feuer unter der Schürze und später erwartet ihn auch noch der... Bei der Jagd bewegt man sich immer in Grenzbereichen. Der Grat zwischen schnellster Runde und fehlender Haftung ist schmal und für den Zuschauer oft gar nicht erkennbar. Die Piloten wollten uns Probleme. Der Mechaniker links im Bild bekommt die Luftlanze nicht rechtzeitig entfernt. Glücklicherweise kommt er mit einem Schreck und Schürfwunden davon. Der Glanz der 2002er CLK ist ab. Nur Thomas, der in Runde 37 einen Crash verursachte und das auch noch in der Boxengasse, als er die Kontrolle über seinen Ford verlor und in die Wand einschlug. Glücklicherweise wurde keiner der Zuschauer ernsthaft.